Hallo und herzlich willkommen bei Retro Candle. Heute ist Mittwoch und für euch ist heute Mittwoch. Es ist noch eine Vorproduktion, die letzte für diese Woche. Und ich werde mit euch heute Mech-Arena spielen, beziehungsweise ich wollte, hab's ja schon am Montag gesagt, beziehungsweise am Montag, dass ich mein Hangar vielleicht neu mache und spiele nur mit den schwachen Mechs, die ich habe. Also dann viel Spaß. So, dafür würde ich erstmal sagen, schauen wir uns die Mechs an, die am schwächsten sind, wo ich noch die Erfolge farmen kann. Die Erfolge, die ich einmal haben möchte, sind mit den Waffen. Das wäre hier zum Beispiel. Die habe ich fertig und da müsste ich jetzt noch die drei Erfolge noch machen. Also, würde ich den Paragon mitnehmen? Den Lancia. Da fehlen nur noch diese beiden Folge. Würde ich den Lancia mitnehmen? Den Jungnut. Da fehlen mir auch nur noch die beiden Erfolge. Den würde ich auch mitnehmen. Jungnut. Dann Slimshot. Da fehlt mir nur der eine Erfolg. Werde ich also auch mitnehmen. Und dann werde ich jetzt den Puma mal wieder mitnehmen. Weil ich schon sehr, sehr lange nicht mehr gespielt. Und da fehlen mir drei Erfolge. Dann will ich jetzt erstmal die alle ausrüsten. Und das erste war der Paragon. Paragon, wo bist du? Da. Hinzufügen. Das zweite wäre der Lancia. Das dritte wäre der Jungnut gewesen. Danach kam Slimshot. Und danach kommt der stinkende Puma. Da ist er. Oh, bei dem habe ich auch noch gar nichts gekauft. Ich wollte mir die eigentlich immer aufheben, um hier was Starkes dann zu holen. Weil das ist ja der Leichte und das ist der Stärkere. Das ist der Leichte und das ist der Stärkere. Das will ich mir den nicht holen. Ach, dann werde ich mir den ja ohne Dingens holen. Lilane wäre mir egal, der hat sich jetzt irgendein Gramm reingeknallt, damit er wenigstens einen hat. Aber so habe ich mit ihnen jetzt gar keinen. Der Slimshot, der hat nur einen Erfolg, der mir fehlt. Dann möchte ich jetzt erst den Slimshot nehmen. Ich weiß auch, welcher das ist. Das ist nämlich der Ansturm. Ansturm. So, da will ich jetzt einmal. Und bei den Ansturm als Simshot ist es, ich brauche nicht die Kills. Ich brauche die Unterstützung. Also sprich, ich muss alles so schnell wie möglich anschießen, aber nicht killen. Und dafür würde ich jetzt einfach mal sagen, ich werde nicht so eine ganz starke Waffe nehmen. Ich will nur die Pulsgun nehmen. Zweimal. Dann habe ich hier mein Ding ins Voll, mein Energieverbrauch. Und hier werde ich dann. Ist der auf. Genau, der ist schon auf Pulskanone. Würde ich den einmal damit paaren. Oh, warum habe ich einen 4er und 8er genommen? Ich wollte doch 6er, 6er nehmen. Hey, ich bin ganz verwirrt. Ja. Die Pulskanonen 6er, die will ich nehmen. Ausrüsten. Und ausrüsten. So. Jetzt muss ich mal schauen, wer als nächstes. Der hatte 2, 2 und 3. Glaube ich, war es. Und der hat auch 3. Also jetzt wäre es eigentlich egal. Jetzt können wir mit Paragon anfangen.
Was für Erfolge fehlen mir beim Paragon noch? Auto, da habe ich schon einen drin, deswegen werde ich den erstmal zur Seite packen, also nicht nehmen. Gewehr oder Rakete? Ich hätte ja letztens mit denen noch die Rakete bestückt. Ich werde jetzt auf Gewehr gehen. Vielleicht kriege ich ja die letzten 106 Kills damit noch hin. Also ein Gewehr bei Paragon. Meistens ist es bei mir beim Gewehr dann Langarm, Longarm. Meistens, nicht immer. Ich habe 16, also 2 8er. Ich habe freigeschaltet, geht schneller. Longarm, 2 8er Longarm. Ich nehme ein 8er Longarm, ein 12er Longarm und ein 4er Ghost Riffle. So, auch mal. Und jetzt 4er Ghost Riffle. Wer? Was hast du? Das sind die 16 geplant. Und hier, was ist hier drinne? Ghost Riffle. Denke ich komplett auf Ghost Riffle. Ich weiß es nicht. Ich bin noch am Überlegen. Gewehr, freigeschaltete Gewehre. Zehn und 6, mich doch 2 18er, 2 8er. Ja. Wie viel macht die Ghost Riffel in Schaden? Schaden pro Magazin 8580 und der Longarm 49.000. Das sind zusammen 57.000. Grob umgerechnet. Mit den 8er 32 und 64, 65.000. Ich glaube, dann gehe ich hier auf die 2 Longarm. Weil die zusammen doch ein bisschen mehr Schaden machen. Auf dem Magazin gesehen, wenn ich immer treffe. Was ja nicht immer so der Fall ist. Dann werden wir ihn hier paaren, weil das mein einzigster ist, der Gewehr dran kann. Ich werde die Dinger rausholen hier. Wie geht denn das jetzt? Haben sie ja verändert hier. Installieren. Das haben sie aber schön gemacht hierzu. Ah, hier die auch wird direkt angezeigt, was empfohlen wird. Das ist schön. Hier steht auch, wer welche schon drin hat. Das war Nachladezeit. Das ist schön. Reichweite oder Schaden? Glaube, die Reichweite ist besser. Bin mir nicht sicher. Oh, ich nehme Schaden. Reichweite. Ich nehme Reichweite. Was? Das haben sie jetzt aber schön gemacht. Das gefällt mir. Genau das hatte ich damals schon mal gesagt gehabt, dass sie das hier irgendwie ein bisschen getrennt machen sollten. Das war jetzt nicht mit den Empfehlungen, aber ist sogar noch besser. Gefällt mir sehr. Und dann haben wir jetzt als nächstes den Lancia. Lancia, Erfolge fehlen. Gewehr. Okay, haben wir jetzt da drin. Geht jetzt nicht. Dann haben wir Zielsuch. Dann gehen wir auf den Lancia. Zielsuchen eingeben. Zielsuchen, wo bist du? Alles, was ich habe.
Achter, Achter. Den könnte ich nehmen. Den werde ich auch nehmen. Warum? Weil ich den noch erweitern muss. Aufwerten. Deswegen kommt der mit. Und hier an Implantate angucken. Shuttle Rocket ist das, was ich habe. Perfekt. Passt. Nur schon mit den Auffällen. Jetzt kommt Jungnot. Jungnot, der braucht die Erfolge, Auto und Strahl. Ich will jetzt auf Strahl gehen. Letztens hatte ich den Auto hier drin gehabt, aber jetzt werde ich mich wieder auf Strahl ein bisschen fokussieren. Warte mal, welcher Strahl war es denn normal? War es irgendein Strahl oder war das der Thermastrahl? Nein, der Thermastrahl war da oben. Das war normaler Strahl. Ja. Gut. Strahl. 16. Da kann ich es auch ruhig einen starken Strahl nehmen und einen schwachen Strahl. Weil ich muss ja viel Schaden machen. Aber viel, viel Schaden machen. Freigeschalteter Strahl. Haben wir den auch fertig und wir nehmen ihn hier mal wieder mit. Schon lange nicht mehr mit ihm gespielt. Was hat der? Stasis Beans. Das ist sogar ausgerüstet damit. Nach der Zeit und Schaden. Alles raus. Passt. Perfekt. Supi. Dann kommen wir jetzt zum letzten. Und das ist der Puma. Mit denen habe ich, wie gesagt, schon ewig nicht mehr gespielt. Das wird jetzt spannend. Was brauche ich mit dem Puma? Artillerie? Oder Ansturm? Und dann nehme ich die Artillerie. Habe auch schon lange nicht mehr mit der Artillerie gespielt. Problem ist nur mit der Artillerie. Ist zum Beispiel bei FFA scheiße. Also ich finde sie bei dem FFA scheiße. Vielleicht finden sie andere Leute gut. Für mich macht sie dort keinen Sinn. Artillerie, ich brauche immer jemanden, der mich beschützt als Artillerie, weil ich ja hinten stehen muss. Und das geht dann halt nicht bei FFA. Das war die nochmal, welche freigeschaltet sind. Dann werde ich die zwei Achter nehmen. Und ihn nehmen wir auch mal wieder mit. Passt alles. Super. So, was bei Ihnen jetzt noch fehlt, ist hier das Mod. So ein Mod. Mod. Das können wir leider nicht machen. Jetzt werden wir eine Runde spielen. 5 gegen 5. Kein FFA. Aber doch, wir spielen FFA. Wir probieren es mal. Viel Spaß. FFA, die Runde geht los. Und hier brauche ich keine Artillerie. Aber wie ich auch schon sagte, mit. Bis nach oben. So. Hey, komm, wie sieht da oben den an? So, geht doch. Okay.
Yippie! Nein, komm doch nicht zu mir. Mensch, bin ich traurig. Zielsuchraketen. So, einmal hier hoch. Kein Kill. Ich bin auch erster mit 4 Kills. Noch. Reicht nicht mehr. Mensch, ich bin nicht mehr Erster. Und der Nächste. Was hatte ich mit dem gehabt für eine Waffe? Ach, Anschluss war es. Stimmt, ich brauche ja. So, jetzt kommt meine Artillerie. Die müsste hier vorne hin. Bin gestand. Schon wieder gestand. Ach nee. Guter Platz. Ach gut. Trotzdem gewonnen. Ja. Also, was ich jetzt gemacht habe hier, mein Zusammenbau ist Strahl und Artillerie in FFA nicht so gut. Longarm, es geht. Damit habe ich auch 4 Kills, war das glaube ich, gemacht. Ja, 4 Kills. Aber sonst. Ja, Autogun natürlich auch. Autokanone auch gut. FFA. Naja, egal. Schauen wir mal den Ranking an, wie es da aussieht. Ich bin ja doch noch runtergerutscht. Auf den vierten. Supi, da würde ich mal sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.